Wir als OpenStreetMap sind ja des Öfteren auf Messen und Kongressen vertreten und werden dann gefragt, was sind denn so die wichtigsten Anwendungen, die man braucht, um in OpenStreetMap einzusteigen. Und da haben sich so ein paar Standardanwendungen herauskristallisiert, wie zum Beispiel die UMAP von unseren französischen Kollegen oder der Overpass Turbo von Roland und Martin. Und wenn ich jetzt die Ankündigung eures Vortrages so sehe, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht jetzt noch eine zukommt. Aber ob das wirklich so ist, das hören wir jetzt von Manuel Roth. Und er hat sich noch Verstärkung von dem Lukas Martinelli geholt. Ich wünsche viel Spaß beim Vortrag. Vielen Dank. Ja, es freut uns, dass wir hier sein dürfen. Guten Morgen miteinander. Wir werden heute euch etwas über Vector Tiles erzählen. Unser Talk heißt Vector Tiles from OpenStreetMap. Und zu Beginn würde mich einfach mal interessieren, wer von euch hat schon mal etwas gehört von Vector Tiles? Vielleicht die Hand heben. Okay, sehr viele, also dann seid ihr alle am richtigen Ort. Wir haben etwas zum Spielen für euch. Und wer hat vielleicht auch schon mal gearbeitet mit Vector Tiles, etwas ausprobiert? Okay, cool, toll. Zu Beginn möchten wir euch kurz etwas zu uns erzählen. Also das ist Lukas Martinelli und ich bin Manuel Roth. Wir sind beides Informatikstudenten aus der Schweiz von der Hochschule Rapperswil. Und wir haben eigentlich dieses Open-Source-Projekt gemacht, weil wir finden, dass OpenStreetMap sollte einfach wieder ein bisschen zugänglicher werden. Nicht alle sollten extremes Wissen von PostGIS und Mapnik und so weiter benötigen, um ihre eigene Basemap zu erstellen. Wir wollen eigentlich jedem Entwickler die Möglichkeit geben, seine Custom Basemap zu erstellen. Und das zeigen wir euch heute. Und zuerst müssen wir ein bisschen Theorie machen. Ich denke, die meisten wissen, was Kacheln ist, aber nochmals kurz zurückzugehen. Es gibt eine Rasterkarte, das ist essentiell ein großes Bild. Und das hat man früher gehabt im Client. Und dann hat Google in 2005 die Idee gehabt, ja, wir kacheln das, wir haben viele kleine Bilder und setzen die auf dem Client zusammen. Okay, was bringt das? Die großen Vorteile sind eigentlich, durch dass eine Kachel immer den gleichen Bereich abdeckt, habe ich jetzt Möglichkeiten. Ich kann das cachen auf Client- und auf Serverseite. Und das Coolste finde ich, man kann es vorberechnen. Ich muss nicht mehr on-demand die Kachel servieren, sondern ich könnte sie vorberechnen. Und das hat sich jetzt sehr lange bewährt, diese Kacheln. Und wir sind jetzt ein bisschen in einem neuen Zeitalter. Die Clients sind mächtiger. Wir haben die Phones, wir haben verschiedene Auflösungen. Und es ist mittlerweile möglich, die Vektordaten an den Client zu senden und der generiert dann das Bild. Wir senden also die eigentlichen Line Strings, Polygone, Points und die Metadaten wie der Name einer Straße, der Name einer Stadt und der Client rendert dann das Rasterbild sozusagen. Und wir haben jetzt gelernt, Kacheln sind toll und auf Vektordaten kann man das ebenso anwenden. Das ist das gleiche Prinzip. Man verschneidet jetzt einfach anstatt das Bild die Vektordaten. Und das gibt einem tolle Vorteile. Zum einen gibt es eine viel bessere User Experience als mit Rasterkacheln. Man kann so smooth zoomen, weil es ist möglich, natürlich immer alles sehr scharf darzustellen. Es ist jetzt möglich, mobile Apps zu machen, die sich auch nativ anfühlen für all die iOS-verwöhnten User. Sie sind noch kleiner als normale Rasterdaten, denn die Vektordaten kann ich noch mehr komprimieren, wenn ich das schlau mache. Das Skalieren ist noch einfacher, denn ich muss jetzt nur noch einmal diese Vektordaten serven und der Client macht ja dann die Rendering-Arbeit, wenn er die Power hat. Und das Tollste finde ich, man kann sie einmal erstellen, diese Vektordaten, irgendwo auf einen HTTP-Server stellen und jeder kann diese dann stylen auf dem Client und das Infrastrukturproblem ist ein bisschen gelöst. Wir brauchen nicht mehr kräftige Hardware, die dann die Rasterdaten rendern kann. Also was brauche ich jetzt alles, um so eine vektorbasierte Karte herzustellen? Also einmal brauche ich sicher diese Vektorteils, ich muss die irgendwie erstellen. Dann brauche ich eine Definition, die meinen Style definiert, also wie soll das Wasser aussehen, wie sollen die Building gestylt werden und so weiter. Das kann in einer beliebigen Sprache sein. Und dann brauche ich eine Client Library. Also im Browser gibt es zum Beispiel OpenLayers oder Mapbox GLJS, die das macht. Und Mapbox bietet zum Beispiel auch Client Libraries für Android und iOS an, die diese Vektorteils verstehen und das rendern. Und jetzt, wo kann ich Status Quo diese Vektorteils erhalten? Also die bekannten sind sicher MapZen und Mapbox. Die bieten beide Vektorteils Services an, heute schon. Jedoch
sind die Gratis-Versionen eher für kleinere Entwickler gedacht, die weniger Requests auf ihre Karte bekommen. Und wenn man dann ein größeres Projekt hat, muss man natürlich bezahlen dafür. Und was halt auch das Problem ist, man hat nicht wirklich Offline-Möglichkeiten. Also Mapsen bietet das gar nicht an und Mapbox bietet einfach kleinere Regionen an, um offline zu surfen. Und da kommt jetzt genau unser Projekt ins Spiel. Also warum sollte ich OSM2 Vectortiles benutzen? Erstens einmal, selbst Vectortiles erstellen ist harte Arbeit. Und die haben wir für euch gemacht. Also wir bieten einen Workflow an, um von den OpenStreetMap-Rohdaten Vectortiles zu erhalten. Und ihr müsst euch mehr oder weniger um nichts kümmern. Diese Vectortiles sind kompatibel mit der Mapbox Vectortiles-Spezifikation. Das heißt, man kann sie mit den Client-Libraries von ihnen verwenden. Und das hat den Vorteil, dass ihr kein Vendor-Login habt. Ihr könnt Anwendungen erstellen, die halt offline funktionieren, weil ihr bei uns die Vectortiles herunterladen könnt. Ja, und wir bieten die Vectortiles in der gleichen Lizenz wie die OpenStreetMap-Daten an, auch in ODBL. Und ja, ihr dürft da wirklich diese brauchen und etwas Cooles darauf bauen. Jetzt machen wir gleich eine Demo, um euch zu zeigen, was ihr alles machen könnt. Mit unserem Projekt. Mikrofon hinhalten, mal schauen, wie das funktioniert. Also, ich gehe jetzt mal auf unsere Webseite. Wir haben hier eine Webseite mit Beispielen und Dokumentation und auch den Downloads der Vectortiles. Und zum einen haben wir einen CDN, der diese Vectortiles mal surft. Und da kann man jetzt natürlich sehr einfach kleinzeitig im HTML eine Map machen. Und hier haben wir zwei Beispiele, zum Beispiel den Bright Style. Wir sehen auch, wie smooth das Zooming hier ist. Und wir können jetzt dieses HTML-Fragment mal kopieren hier, dieses Beispiel. Haben wir das kopiert. Jetzt brauchen wir eine HTML-Seite. Ich erstelle hier ein statisches HTML-File. Ich öffne das in einem Editor, kopiere es und hier referenzieren wir jetzt einen Stil, der unseren CDN referenziert. Im Moment braucht ihr also noch uns. Das wird sich aber ändern. Jetzt können wir diese HTML-Seite öffnen, ich sie wieder finde. Und voilà, unsere erste Karte. Wir könnten jetzt auch einen eigenen Style machen, aber im Moment hängt ihr jetzt noch von uns ab. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass ihr die völlige Kontrolle habt. Und deshalb könnt ihr die Vectortiles, die hier benötigt werden, auch selbst serven. Und dazu müsst ihr sie aber zuerst herunterladen. Wir haben alle 350 Millionen Tiles von Zoom Level 0 bis Zoom Level 14 vorgeneriert. Und da könnt ihr entweder den ganzen Planet herunterladen oder ein Country. Ich werde hier gleich mal Deutschland oder ja, Austria. Klar, man sieht auch, klar, wie klein das ist. Das sind nur 3 GB und man hat ganz Deutschland bis zum Level 14 rund. Ja, Österreich hat viel Daten. Und dann Salzburg. Wir haben über 700 Städte. Und ich werde jetzt mal Salzburg herunterladen und selbst serven. So, ab in die Command Line. Ich lade jetzt dieses File herunter. Und um diese jetzt per HTTP ausliefern zu können, brauche ich jetzt noch einen Tile-Server. Ich könnte diese auch auspacken und statisch servern. Wir haben aber einen kleinen Tile-Server in Node.js geschrieben, der gedacht ist, um einfach zu starten und auch ein bisschen Anweisungen gibt, wie der zu brauchen ist. Ja, das Internet fetzt. So. Und weil er auf Node.js basiert ist, sollte der auf Windows, OS X und Linux funktionieren. Aber das wird jetzt noch länger gehen. Und da möchten wir euch wirklich möglichst einfach machen. Beim Tileserver Geleit seht ihr dasselbe, was ihr auf der Webseite seht. Also könnt einfach, ja, zeigen es gleich. Also jetzt nehme ich dieses Vector-Tiles-File, das ist eigentlich einfach eine SQLite-Datenbank und anstatt Rasterdaten sind die Vektordaten drin gespeichert. Und ich serve die und auf Port 8080 habe ich jetzt meinen Tileserver am Laufen. Ich besuche den mal und ich habe hier zum Beispiel Instruktionen, wie ich den in Mapbox GL.js verwenden kann oder in den Mapbox GL JSON-Style einbinden kann oder hier bereits Karten, die hier als Beispiel angegeben sind, die ich wieder kopieren kann. Wenn ich jetzt dieses Beispiel hier kopiere, dann habe ich wirklich meine eigene Karte mit meinen eigenen Vectortiles, die ich serve, komplett unabhängig. Jetzt gefällt einem vielleicht diese Karte hier nicht.
wir müssen jetzt richtig reinzoomen für Salzburg, dann kann man eine eigene Karte machen. Und das JSON könnte man von Hand bearbeiten oder man kann zum Beispiel Mapbox Studio verwenden. Dazu kann man jetzt diese heruntergeladenen Vektorteils dort hochladen und diese dann stylen. Und ich werde jetzt noch kurz zeigen, wie ich hier einen Style machen kann. Wir haben hier Salzburg mal hochgeladen. Ich wähle jetzt das Wasser aus. Natürlich auf Englisch. Und werde eine neue Karte erstellen und sage der Foskis. Ich mache eine neue Karte. Und werde dem Wasser zuerst mal eine blaue Farbe geben. Und hier können wir jetzt diese Layers, das sind einfach die Features thematisch gruppiert, zum Beispiel alles Wasser, die Seen, die Meere. Und ich erstelle jetzt hier ein Layer, gebe dem eine schön blaue Farbe oder auch weniger schön. Und jetzt möchte ich vielleicht noch dem Background eine Farbe geben, eine etwas erdfarbene Farbe, die Opacity hoch. Jawohl, jetzt die Ländergrenzen. Dazu wähle ich jetzt das Layer Admin aus, das alle Ländergrenzen hat. Das sind jetzt hier Line Strings. Ich gebe denen eine etwas dezentere Farbe. Ja, nicht grün. Sagen wir so. Dann möchte ich die Länder vielleicht noch anschreiben. Das ist wieder ein neues Layer, den sagen wir Country Label, das alle Ländernamen hat. Und wir können hier auch mal draufklicken, dass wir die Metadaten sehen. Okay. Wir sehen hier zum Beispiel Venezuela, ist ein bisschen klein, aber wir haben hier alle Metadaten, die dabei sind. Um die Länder anzuschreiben, machen wir ein Textsymbol und müssen jetzt das Attribut auswählen, das wir als Text anzeigen wollen. Wir wählen den Namen aus und wir sehen, hier werden unsere Länder in der lokalen Sprache angeschrieben. So, wir haben jetzt eine kleine Karte designt. So in Mapbox Studio ist das sehr einfach, à la Photoshop. Wir können diese publishen. Und wir könnten die jetzt mit dem Mapbox-Ökosystem verwenden und serven und brauchen. Wir können den Style aber auch herunterladen und selber verwalten. Und wir werden das jetzt auch noch zeigen. Dazu müssen wir auf Styles, Download. Und wir haben hier ein großes JSON. Das ist eigentlich einfach wie das Karte-CSS oder das Mapnik-XML-Stylesheet in JSON-Format, ein etwas anderes Format, das ein bisschen schwierig ist, von Hand zu erstellen. Und da es jetzt ein JSON ist, können wir das einfach kopieren und in unserer HTML-Seite als JavaScript-Objekt wiederverwenden. Ich öffne wieder unsere HTML-Seite und erstelle ein neues Objekt. JSON ist ein valides JavaScript-Objekt, das sollte gehen. Ich kann hier direkt das Objekt referenzieren. Genau. Und hier referenzieren wir jetzt noch Mapbox-Server und wir können jetzt zum Beispiel unseren eigenen Vektorteil-Server, den wir hier am Start haben, referenzieren. Und ich kopiere hier die Argumente raus, ersetze hier unseren eigenen Server. Jetzt müssen wir noch die Icons und die Fonts, die speziell gepackaged sind, referenzieren, das kann der Server auch. Die ersetzen wir hier. Voilà, speichern. Und jetzt hoffen wir, dass die Demo auch funktioniert. Wir öffnen es wieder. Und wir sind jetzt ein bisschen zu fest reingezoomt. Aber hier. Jetzt haben wir völlig unsere eigene Vektorkarte mit unseren eigenen Vektorteils, die wir serven. Und das ist jetzt möglich, ohne Ahnung von Mapnik oder von Postgres zu haben und vor allem, ohne dass man Tausende von Dollar für Infrastruktur auszugeben muss. Also um nochmal kurz zu wiederholen, was ihr alles könnt. Also ihr könnt auf unsere Webseite gehen, einen von diesen zwei Styles auswählen und dann seid ihr einfach abhängig von uns, benutzt unseren Public CDN und habt schon mal eine Karte zu starten. Dann könnt ihr schrittweise ein Extract herunterladen, mal eure Stadt herunterladen, dem Teilserver GLite, das mal offline serven und dann habt ihr wieder diese zwei Standardstyles zur Verfügung und habt eure Karte offline und seid unabhängig. Dann habt ihr die Möglichkeit, einen eigenen Style zu erstellen und so eigentlich wirklich eure Custom-Karte zu erstellen, die perfekt auf das Produkt oder Problem passt, auf das ihr lösen wollt.
Wir denken, dass es sehr interessant sein kann für mobile Apps, vor allem auch offline, das anzuzeigen, zum Beispiel in Gegenden, wo halt kein Internet ist, und haben darum mal so eine Showcase-App erstellt, die heißt OS into Vector Tiles, ist im iOS App Store und Google Play Store erhältlich, also geht die nur mal runterladen, und dort ist die Stadt Zürich, ist offline verfügbar, also da könnt ihr wirklich die Karte offline benutzen. Und dann gibt es noch den Online-Tab, der dann unser Public CDN im Hintergrund verwendet. Nochmal zusammengefasst, mit OS into Vector Tiles könnt ihr die ganze Welt, alle Länder und fast 700 Cities herunterladen und eure eigene Karte damit erstellen. Wir haben einen öffentlichen Workflow erstellt, um aus den OpenStreetMap Rohdaten direkt Vector Tiles zu erstellen, der auch öffentlich ist. Also wir sind auf GitHub. Auf der Projektwebseite links rechts oben könnt ihr da drauf gehen. Es habt schon viele Leute, die etwas beigefügt haben, also etwa 13 Committer haben wir. Wir wären froh, wenn ihr einfach da mal hingeht, und wenn ihr etwas tiefer graben möchtet, probiert es aus, öffnet ein Issue, wenn ihr ein Problem habt. Also wir sind wirklich offen für das. Was wir auch gemacht haben, ist, wir sorgen dafür, dass die Vector Tiles up-to-date bleiben mit den neuesten Änderungen in OpenStreetMap. Also wir haben einen Prozess definiert, der immer wieder die Tiles herausfindet, die halt betroffen sind von Änderungen, und die tun wir so im Monatsabschnitt neu generieren, und dass ihr immer die neuesten Vector Tiles habt. Ja, besucht unsere Webseite, geht auch in die Tutorials. Alles, was wir heute gezeigt haben, ist auch in den Tutorials. Wir haben ein cooles Video, das auch nochmal alles zusammenfasst. Also wir hoffen, dass ihr hier das zum Spielen habt und ja, die Finger an Vector Tiles bekommt. Was wir noch sagen möchten, ist, dass wir an einer dritten Version dieser Vector Tiles arbeiten, die ein Schema haben wird, das etwas mehr an OpenStreetMap angepasst ist, so dass ihr euch etwas besser zu Hause fühlt. Zum Beispiel, dass es eben ein Layer gibt, der Building heißt, weil er auch in OpenStreetMap Building heißt. Und im Moment ist das noch nicht gerade so, und wir arbeiten an einer dritten Version. Also da wird noch was kommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Geht auf unsere Webseite, und falls ihr auch an der Phosphor-G sein werdet, wir werden im August auch dort sein, am Freitagnachmittag. Wir werden nicht dasselbe erzählen, wir werden etwas genauer auf die Details, wie wir jetzt aus den Rohdaten Vector Tiles erstellen, eingehen. Also kommt wieder vorbei, und wir würden uns freuen, wenn ihr euch meldet oder einfach mal unser Projekt ausprobiert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Manuel. So, spannender Vortrag. Ich denke mal, es wird genügend Fragen geben aus dem Plenum. Wir müssen immer das Mikrofon benutzen. MB-Tiles ist ja standardisiert soweit und dokumentiert, ist aber ein bisschen eingeschränkt, soweit ich es im Kopf habe, gehen nur geografische Koordinaten, und auch die Tiles sind zwar sehr kompakt gespeichert, zum Beispiel mit Integer-Koordinaten, aber etwas unangenehm in der Verarbeitung dann hinterher. Gibt es einen weiteren Teilstandard, der zum Beispiel andere Koordinatensysteme erlaubt? Wissen Sie da was? Okay. Okay, unser Vielleicht. Professor möchte ich ja, genau. Sagen. Ich denke nicht. Er denkt schon. Also mein Name ist Stefan Keller, bin der Advisor. Und die MB-Tiles ist nicht ein öffentlich dokumentiertes File, Schema aufgrund von SQLite. Das ist aber nicht das Problem hier, sondern es ist ja gemäß der Vector Tiles, Mapbox Vector Tiles Spezifikation Version 2x, und die lässt völlig offen, welches Koordinatenreferenzsystem das da damit benutzt wird. Also die Spezifikation an sich. Und das wurde dann abgepackt in MB-Tiles. Da muss man aufpassen. MB-Tiles in einem Wort ist eben dieses SQLite-Austauschformat. Das kann man auspacken und dann, wie gesagt, ohne Server irgendwie laufen lassen mit ausgepackten PBFs. Der Inhalt vom PBF ist eben kodiert gemäß der Mapbox Vector-Tiles-Spezifikation. Warum? Und die wollten das Mapbox vorne dran noch haben, weil sie die Spezifikation gemacht haben. Sie sind dran, die alle vielleicht noch zu erweitern. Aber es lässt eben gerade zu, dass man beliebige Systeme da kodieren kann. Dies gesagt ist, dass Mapbox selber sich gesagt hat, sie arbeiten nur mit Mercator.
Und daher sind die Tools und der Workflow und alle diese Dinge sehr wohl komplett auf Mercator ausgerichtet. Aber die Spezifikation, die verbietet es nicht. Danke, Stefan. Weitere Fragen aus dem Plenum? Vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte wissen, wie oft aktualisiert ihr die Daten von OpenStreetMap zu den Vektorteils? Und zweite Frage, wenn ich darf, gibt es andere Möglichkeiten, außer mit Mapbox Studio diese JSON-Design-Spezifikation zu erstellen? Also wir updaten diese etwa wöchentlich. Wir könnten das auch noch schneller machen, wenn wir wollten. Also etwa wöchentlich haben wir die neuesten Daten. Und ja, das JSON von Hand ist natürlich etwas unangenehm. Wir haben gestern gehört, dass jemand eine Ruby-DSL geschrieben hat, die dann dieses JSON generiert. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass jemand einen tollen Open-Source-Editor schreibt, natürlich für diese Style-Spezifikation. Das wäre der Traum. Kurze Frage noch von mir. Ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, so, dass wir so Standard-Tools empfehlen und da gehört auch dann immer Barrierefreiheit zu. Ist es so, dass das ohne jegliche Anmeldung funktioniert? Muss man sich irgendwo anmelden? Nein, ohne Anmeldung. Einfach auf die Webseite und runterladen. Und wir wollen, dass jeder das machen kann. Wunderbar. Weitere Fragen? Ja, hallo. Ich stelle es mir nur auch schwierig vor, für einen Client diese Teils zu rendern, insbesondere wenn ich eine Straße habe, die aus 5 Teils besteht, wo der Label platziert wird. Gibt es da vielleicht Informationen, die der Server doch mitliefert, wo dieser Label platziert werden soll oder sowas? Also, das funktioniert mal besser, mal weniger gut und das macht vor allem die Client-Library, macht vieles. Also die schaut dann auch, ob die Straßen auch von den mehreren Teils, ob die zusammen matchen. Und wir haben jetzt nicht wirklich viel Probleme gehabt mit Straßennamen, die kollidieren. Bei Straßennamen sagen wir einfach, die sind an einer Line-String entlang und Mapbox.gl.js oder die C++-Renderer können eigentlich das ziemlich schön darstellen. Aber ist natürlich ein Problem, das mit Vektordaten aufkommt. Auch, dass man die Vektordaten verschneidet, dass man dann Artefakte hat. Meine Frage ist, da sind ja die Zoom-Level, die sind ja unabhängig gespeichert in den Files. Kann ich davon ausgehen, dass der höchste Zoom-Level eine verlustfreie Kopie der Quelldatenbank ist oder ist da auch eine Reduktion enthalten? Also insbesondere ist er routingfähig und sind so Sachen wie Nodes oder so auch drin? Ja, wir haben geschaut, dass auf der tiefen Zoom-Level ist eigentlich immer Verlust bei. Also wir haben da nicht mehr generalisiert. Aber jetzt so die einzelnen Nodes, die sind nicht mehr enthalten. Also sind wirklich einfach die Line-Strings, die Polygone und die Points. Also was dann, wir benutzen in Posen, um OpenStreetMap in Postgres zu importieren und was der da halt daraus erstellt hat. Nur noch kurz, Vektorteils ist nicht ein verlustfreies Format. Also sie sind in einem lokalen Koordinatensystem von etwa 4096 Einheiten innerhalb eines Teils abgespeichert. Also man hat nie völlig verlustfrei abgespeichert. Nur kurz, das stimmt nicht ganz. Der Millimeter genügt. Ins Mikrofon bitte. Also man kann durchaus versuchen, auf Zoom Level 18 Details zu generieren. Dann hat man zwar diese Codierung und das ist dann Ganzzahlengeometrie. Und wenn die Auflösung dann genügend hoch ist, von mir aus Zoom Stufe 21, kommt man in den Millimeterbereich der Koordinaten, die so codiert werden lokal. Und dann hat man keinen Verlust, außer Sie möchten mehr als 1 Millimeter Auflösung in Wirklichkeit. Also von da würde ich von keinem Verlust sprechen in Bezug auf OSM-Daten, die im Meterbereich sind. Wenn Sie eine weitere Nutzung von Vektorteils befördern wollen, wäre es vielleicht auch gut, externe Vektordaten mit einzubinden. Wie wäre das bei Ihrer Lösung möglich, zum Beispiel über Web Feature Service? Also es gibt die Möglichkeit, also wenn man schon externe Vektordaten im Vektorteils-Format hat, ist es ziemlich einfach.
man kann die einfach im Style drin referenzieren und dann holt quasi, der Style holt dann die einen Vektordaten von unseren Servern und die anderen von ihren Servern zum Beispiel. Was man auch kann, ist zum Beispiel unser Workflow modifizieren und dann die Vektordaten in die Postgres-DB importieren, dass die Vektorteils-Definition anpassen. Das braucht aber ein bisschen mehr Wissen und Aufwand, aber weil alles Open Source ist, wäre das möglich. Würden wir auch gerne helfen, also wenn es Fragen gibt. Ja. So, ich denke, wir müssen Schluss machen. In 4 Minuten dann hier zum nächsten Vortrag und nochmal Dankeschön an euch beide.